heute geht es speziell um die Frage, wie Demokratie organisiert ist und die Frage von Zentralität und Dezentralität, weil ich glaube, dass das Thema sehr eng mit Demokratie zusammenhängt. Ich habe das dann im Bundesvorstand von Mehr Demokratie vorgestellt in einer erweiterten Runde und die waren so begeistert, dass sie gesagt haben, du musst zu uns kommen und mitmachen und das habe ich dann getan. So bin ich also jetzt hier und versuche Ihnen das mal darzustellen, um was es geht. Ich habe drei Punkte heute. Das eine ist, was ist dezentrale Demokratie, wie komme ich darauf? Das zweite ist Vorteile und Auswirkungen, auch Nachteile, also welche Probleme kann es dabei geben? Und das dritte Teil ist, was kann man tun? Fangen wir mit dem ersten an. Also bezüglich Skandinavien fand ich immer zwei Fragen, die erstmal faszinierend sind. Die erste Frage ist, wieso sind Menschen bereit, bis zu 70% Abgaben zu zahlen von ihrem Einkommen? Das ist ja erstmal phänomenal. Und wie wir jetzt in Schweden festgestellt haben, man kann sogar mit der Forderung nach höheren Steuern Wahlen gewinnen. Das ist ja in Deutschland kaum vorstellbar. Ist ein Effekt, also in Dänemark habe ich auch erlebt, dass die liberale Regierung, die ja zwischenzeitlich dran war, die hat erst eine Chance gehabt, als sie versprochen hat, das Sozialsystem nicht anzupacken. Das war ja völlig anders als bei uns. Die Frage ist, wie kommt sowas, womit hängt das zusammen? Die zweite Frage, die sich natürlich dann auch stellt, ist, wieso sind Dänemark und Schweden besser durch die Finanzkrise gekommen? Ist ja auch so ein Thema. Verblüffend, wenn man weiß, dass sie entgegen aller wirtschaftlichen Vernunft, wie uns viele Wirtschaftswissenschaftler sagen, eine Staatsquote traditionell von über 50% haben, teilweise bis zu 60% hochgegangen in Dänemark in den letzten Jahren, die Staatsquote. Das ist ja erstaunlich, dass das die Wirtschaft nicht abgewürgt hat. Ich will dazu heute nicht viel sagen, nur nach dem World Competitive Index, der immer in Davos in der Schweiz jedes Jahr dargestellt wird, lagen die skandinavischen Länder in den letzten 10 Jahren immer unter den ersten 10. Obwohl sie so hohe Steuern haben und obwohl die hohen Steuern als Negativfaktor berechnet werden bei der Bewertung dieses Index. Das ist also erstaunlich, dass eben Hochsteuerländer relativ gut durchgekommen sind, während Niedrigsteuerländer Probleme hatten. Ganz anders, als man in der Wirtschaftstheorie das häufig so zumindest vereinfacht rübergekommen ist. Gut, mich interessiert heute besonders der erste Punkt, warum sind die Menschen bereit, so viele Abgaben zu zahlen? Das hat mich beschäftigt. Ich war dann in einem, ich entdeckte diese ganze Geschichte etwa vor 10 Jahren, da war ich im Finanzministerium in Stockholm und habe mit ihnen diskutiert über den Bierdeckel damals, die Bierdeckel-Diskussion von März. Kann man eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen? Die Schweden machen das ja, also nicht auf dem Bierdeckel, aber auf einer DIN A4-Seite. Man muss auch nur was auf die Vorderseite schreiben, auf der Rückseite braucht man nichts draufschreiben, weil da ist gar nichts gefragt. Es geht tatsächlich, das ist aber auch nicht ein Thema, was wir heute diskutieren. Aber ich entdeckte dann etwas in dieser Diskussion, wo ich erstmal völlig verblüfft war. Die Schweden zahlen überhaupt keine Steuern an den Zentralstaat. Der normale schwedische Bürger zahlt keine Steuern an den Zentralstaat. Der normale schwedische Bürger zahlt seine Steuern nur an die Kommunen. Das geht bis 37.000 Euro ab Einkommen, im letzten Jahr war die Zahl so. Wer mehr hat, zahlt die progressive Reichensteuer, die geht an den Zentralstaat. Aber die Grundsteuer, die Basissteuer, ist eine Flat Tax, die liegt je nach Kommune zwischen 25% und 35%. Das können die Kommunen selber entscheiden und die geht an die Kommune. Das heißt, das wesentliche Bindeglied zwischen Bürger und Kommune besteht schon mal darin, dass die Bürger die Kommune finanzieren und selber entscheiden, wie hoch die Steuern sind, die sie an die Kommune zahlen. Die Kommunen besitzen also eigene Steuerhoheit und können also die Kommunalwahlkämpfe, wenn eine Partei verspricht, wir wollen eine neue Schule bauen, wir wollen auch ein neues Schwimmbad bauen, wir wollen ein Altenheim einrichten oder verbessern oder wir wollen eine Straße machen, dann ist es völlig normal, dass die Partei sagen muss, was es kostet. Das heißt, und der Bürger will es ja auch wissen. Was die Bürger überhaupt nicht mögen, das zeigen alle Erfahrungen, ist, wenn es in die Schulden gegangen wird. Sondern in diesen Ländern ist es so, dass die Kommunen in der Regel nicht verschuldet sind, sondern oder viel weniger als bei uns, weil die Bürger das nicht mögen, sondern
Es geht darum, was kostet es und entsprechend muss die Steuer dann bezahlt werden. Das heißt, wenn ich eine neue Schule will und das Geld reicht nicht, muss die Einkommenssteuer im Zweifelsfall um 1%, 2% erhöht werden. Und wenn es dann abgezahlt ist, kann man es auch wieder senken, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, die Bürger müssen bei der Kommunalwahl darüber abstimmen, oder auch wenn es ein Bürgerentscheid ist, darüber abstimmen, was will ich haben und will ich es bezahlen. Das ist direkt damit verbunden. Das ist völlig anders als bei uns. Ein ganz zentraler Punkt bei diesem Ding, was mir klar wurde, ist die Frage des Finanzausgleichs. Das spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle. Der Finanzausgleich bei uns, also beim Länderfinanzausgleich, ist er völlig kontraproduktiv. Ich habe das selber erlebt in Schleswig-Holstein. Wir haben mal in einem großen Elan die Mineralölsteuer für unsere Erdöl an der Nordsee verdoppelt, um die Kindergärten zu finanzieren, damals die Einführung der Kinderkrippen und so. Das Ergebnis war, dass wir 104 Millionen mehr Einnahmen hatten, was schon mal gut klingt, super Geld. Nach Finanzausgleich durften wir davon 4 Millionen behalten. Wenn man so ein Finanzausgleichssystem hat, wird man nichts tun, um die Einnahmen zu erhöhen. Das ist völlig klar. Das heißt, das Finanzausgleichssystem ist ganz entscheidend. Auch das Kommunale ist in Deutschland, in den meisten Bundesländern, höchst undurchsichtig. Und jeder hat das Gefühl, wer am meisten Schulden macht, kriegt am meisten. So, das ist das, was gefühlt ist. Ist nicht immer so, aber tendenziell ist da eine große Wahrheit dran. Das Finanzausgleichssystem in Schweden ist relativ einfach konstruiert. Es wird praktisch aufgrund der Steuerdaten der Bürger festgestellt, wie hoch wären die Steuereinnahmen dieser Gemeinde, wenn sie den Durchschnittssteuersatz hätte. Und daraufhin wird dann berechnet, wenn die Gemeinde wesentlich drunter liegt, kriegt sie das ausgeglichen vom Zentralstaat, das wird über Unternehmens- und Mehrwertsteuern finanziert. Wenn sie drüber liegt, kriegt sie entsprechend weniger oder gar nichts. Das heißt, die Differenzen zwischen den Kommunen werden ausgeglichen. Bei dem Ausgleich wird aber nicht so vorgegangen, dass gesagt wird, wir nivellieren alles auf Null einfach, sondern es wird nach Bedarf gegangen. Das heißt, es wird geguckt, wie viele Kinder gibt es in der Gemeinde, wie viele alte Leute gibt es, wie viele Arbeitslose gibt es, wie viel gibt es regionale Probleme. In Schweden zum Beispiel, in Lappland bei der Kälte, muss man einfach mehr Mittel haben, um die öffentliche Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Das heißt, es werden Faktoren berechnet nach Bedarf. Aufgrund dieser Bedarfsfaktoren wird der Bedarf festgelegt und das wird dann und dann werden die Kommunen praktisch entsprechend des Bedarfs gleichgestellt. Und aufgrund dieser Grundlage können die Kommunen jetzt sagen, ich nehme aber nicht 30%, was der Durchschnitt ist, sondern ich nehme nur 25% Steuern, dann müssen sie mit weniger auskommen. Wenn die Kommune beschließt, wir beschließen aber statt 30% 35%, dann können sie mehr ausgeben und haben mehr. Das entscheiden die Bürger. Das heißt, der kommunale die Steuereinnahmen der Kommunen haben aber keinen Einfluss auf die Höhe des Finanzausgleichs. Der Finanzausgleich ist fix, der wird nach objektiven Faktoren berechnet. Und die Kommunen, Bürger können dann ihre eigenen Einnahmen, ihre Steuern selber entscheiden, mehr oder weniger und dementsprechend reagieren. Das ist ganz wesentlich ein solcher Finanzausgleich. In der Praxis führt es dazu, dass die regional die strukturschwachen Gebiete etwas mehr bekommen im Ergebnis, weil sie mehr Probleme haben, die zu lösen sind. Das ist übrigens nur in zwei Ländern der Welt so. Das ist in Schweden so und das ist in Australien so. In Schweden hat sich das eingebürgert, weil die diese Nordgebiete, das Lappland haben, ganz Nordschweden, wo man einfach, um gleiche Lebensbedingungen zu machen, auch ein bisschen mehr geben muss. In Australien ist es das Gleiche. Die haben die ganzen Deserts, da würde keiner wohnen oder wäre keine Infrastruktur aufgehalten, wenn man nicht sagen würde, man gleicht das in gewisser Weise aus. Das ist kommunale Steuern. Das Ergebnis dieser ganzen Geschichte ist verblüffend. Ich komme dann gleich zu den Zahlen. Man geht ja davon, wenn ich diese,
wenn ich diese ganzen Geschichten vorstelle, dann kriege ich und mit Leuten rede auch. Ich bin ja bekanntlich Mitglied der Grünen Partei und habe das dann auch mit grünen Kommunalpolitikern oder Leuten diskutiert. Die sagen sofort, das geht überhaupt nicht. Es geht nicht, weil es gibt einen Dumpingwettbewerb nach unten. Die Bürger wollen alle weniger bezahlen. Das Erstaunliche ist, dass wir, wenn ich jetzt über die letzten 40 Jahre die Entwicklung in Schweden und ähnlich in Dänemark angucke, dann stelle ich Folgendes fest. Der Druck der Öffentlichkeit bei Wahlen und so weiter, beim Zentralstaat einzusparen, war genauso groß wie in Deutschland. Das heißt, es hat immer wieder zu Einsparungen in den zentralen Ausgaben des Staates geführt. Parallel dazu haben die Bürger aber bei den Kommunalwahlen immer wieder dafür gestimmt, mehr auszugeben, weil sie vor Ort Dienstleistungen erhaben wollten, die, wie Schulen und Kindergärten und so weiter, die sie bereit waren zu finanzieren. Das heißt, der Bürger war bereit, vor Ort zu finanzieren, aber er wollte dem Zentralstaat nichts geben. Das Ergebnis hat einer zur völligen Umkehrung der Finanzverhältnisse geführt. Während vor 40 Jahren noch der Zentralstaat den größten Teil der Steuern hatte, hat sich das mittlerweile geändert. Die Zahlen. In Deutschland haben die Kommunen an den Staatsausgaben einen Anteil von 16%. In Dänemark haben die Kommunen einen Anteil an den Staatsausgaben von 65%. Das heißt, während Deutschland, kommen noch die Länder mit 20%, und der Bund hat auf Bundesebene 65% aller Gelder ausgegeben. Wir sind in preußischer Tradition ein Zentralstaat und die wesentlichen Entscheidungen alle in Berlin fallen. In Dänemark ist das klassische Gegenbeispiel, nachdem es gibt auch hier wiederum einen Index von der OECD, der sogenannte Dezentralisierungsindex, der bei dem Dänemark auf Nummer 1 liegt. Da ist es so, dass praktisch das gesamte gesellschaftliche Leben autonom von den Kommunen bestellt wird. Der Zentralstaat macht Rahmengesetze, der sagt also bestimmte Rahmenbedingungen, wie sollen Schulen strukturiert sein. Das Schulgesetz ist tatsächlich nur 7 Seiten in Dänemark. Da steht drin, die grundsätzliche Struktur der Schulen, die eingerichtet werden müssen, alles andere entscheiden die Kommunen. Es gibt ja noch eine Evaluationsbehörde in Schweden zum Beispiel, die dann die Evaluation durchführen und Bewertungen durchführen, damit die Kommunen wissen, wo sie stehen und solche Sachen. Aber die grundsätzliche Entscheidung, das gesamte gesellschaftliche, soziale Leben wird auf kommunaler Ebene gestaltet. Das hat dazu geführt, dass in Dänemark und in Schweden die Ausgaben der Kommunen in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen sind und angewachsen sind, während die Ausgaben des Zentralstaates zurückgegangen sind, und dadurch ist diese Verschiebung entstanden. Die war also nicht naturgegeben, sondern die ist eine Folge dieser Kompetenzen. Ja, man kann das hier sehen. Japan hat auch eine sehr dezentrale Struktur. Die Schweiz, wenn man die Kantone zum Kommunen rechnet, was man muss von der Größe, denn die Kantone haben zwischen 1 Million und 15.000 Einwohner, sind also im Schnitt kleiner als bei uns die Landkreise, außer die großen Städte und die paar großen Kantone. Also das zeigt, dass es also die Länder sind, die sehr dezentral organisiert sind im Vergleich zu Deutschland. Ich komme jetzt zu einigen Auswirkungen. Vertrauen in die Politik. Man sieht, kann hier, das ist also 2012, da kann man sehen, dass also die beiden Länder, die in der Dezentralität an der Spitze stehen, zufällig auch im Vertrauen der Bürger die höchsten Werte haben. Wobei Dänemark also mit großem Abstand führt. In Dänemark haben 45% der Bürger das Vertrauen, dass ihre Politiker die Probleme der Zukunft lösen. In Deutschland sind es, glaube ich, 5%. Das sind schon gravierende Unterschiede. Welchen Politikern vertrauen Sie am meisten? Na, auch Umfrage in Deutschland vom Ende 2011. 39% haben gesagt, sie vertrauen ihrem Bürgermeister oder Ortsvorsteher. 12% trauen ihren Landespolitikern, 5% den Bundespolitikern, 4% den Spitzenpolitikern und so weiter. Man sieht also, das Vertrauen in die kommunalen Politiker ist viermal so groß wie das die
Politiker auf den oberen Ebenen. Das ist, ähnlich gilt es bei Institutionen. Wir haben diese, also ich habe hier zwei Beispiele: öffentliche Stadtwerke. Vertrauen in öffentliche Stadtwerke liegt bei 81%, Vertrauen in Großkonzerne und Großunternehmen bei 26%. Ähnlich bei Sparkassen. Sparkassen haben ein Vertrauen von 65% als kommunale Einrichtung, während dagegen die Banken, die Großbanken, nur halb so viel Vertrauen genießen. Man sieht also, dass auch bei den Institutionen, bei den Einrichtungen sich dieses Gefühl der Bürger, was mir näher ist, was ich sehe, was ich vor Ort habe, kann ich eher beurteilen, was da passiert, ist vorhanden. Es gab da eine Umfrage von Forsa im Auftrag des Deutschen Beamtenbundes, wer sollte mehr Geld aus Steuern bekommen? Da haben 81% gesagt, die Kommunen, und die Länder lagen irgendwie bei 16 und der Bund bei 7 oder so. Bei der Frage, halten Sie die Verteilung der Steuern für richtig oder soll man sie ändern, haben immerhin 16% gesagt, sie halten sie für richtig und 57% wollten sie ändern. Also es zeigt auch hier, dass es ein deutliches, dass die Bürger glauben, dass die Kommunen mehr bekommen sollten, dass es also auch demokratischer Wille ist. Gucken wir uns die Haushaltsbilanz an. Ich hatte ja gesagt, ist eine der Bedenken ist ja immer, dass wenn man kommunale Finanzen macht, das aus dem Ruder läuft. Das Erstaunliche ist, dass wenn ich jetzt mal gucke, das ist jetzt das Jahr 2004, ich könnte aber praktisch die ganzen Jahre 2000er nehmen, dass die skandinavischen Länder praktisch in den letzten Jahren kontinuierlich immer Plus im Haushalt gehabt haben, während andere Länder Minus gemacht haben. Und man kann das jetzt auch nochmal genauer untersuchen, warum. Es war übrigens nicht immer so. Also in Dänemark hat sich das erst begonnen 1993 nach der großen Steuerreform. Das ist interessant, sich mal mit der Steuerreform auseinanderzusetzen. Das verzichte ich jetzt aus Zeitgründen drauf, aber damals war schon Dänemark hoch verschuldet mit 85% und hatte eine höhere Schulden als Deutschland, 1993. Dann haben sie eine große grundlegende Steuerreform gemacht. Damals hatten sie eine Arbeitslosigkeit fast 2%, da kamen die dänischen Handwerker immer nach Schleswig-Holstein, um zu arbeiten. Innerhalb von 5 Jahren hat sich das umgedreht und ab 1997 haben sie Plus im Haushalt gehabt, bis 2008 haben sie sind die Staatsschulden von fast 90% auf 20% zurückgegangen. Das heißt, es geht. Es geht auch unter demokratischen Verhältnissen. Demokratie ist nicht unmöglich mit Sparsamkeit und so weiter verbunden, wenn bei uns ja die Schulden nicht angestiegen sind. Auch im Moment immer noch steigen, trotz Schuldenbremse. Das muss man ja sich wissen. Es ist ja noch nicht so, dass wir da an dem Punkt sind, wo es gewechselt hat. Auch wenn wir mal ein Jahr, Nulljahr gehabt haben. Eine interessante Geschichte, die mir aufgefallen ist, ist die Frage, wie wirkt sich dezentrale Politik eigentlich auf den Politikstil aus? Und da gibt es interessante Unterschiede, weil ein Bundestagsabgeordneter, wenn der sieht, es gibt ein Pflegeproblem, wie geht er ran? Der kann ja nicht sagen, ich baue jetzt Pflegeheime und da kann er sich auch nicht mit profilieren. Ein Bundestagsabgeordneter wird immer Finanztransfersysteme bauen. Das Ergebnis war also, dass wir eine Pflegeversicherung eingeführt haben. Diese Pflegeversicherung soll quasi marktwirtschaftlich, die alten Leute bekommen Geld und damit sollen sie sich dann ihre optimalen Pflegedienste sozusagen selber kaufen. Das ist ja die Philosophie, die dahinter steht. Wenn ich das selber persönlich, meine persönlichen Erfahrungen damit vergleiche, meine Mutter ist 91, ist dement. Das Heim habe ich natürlich ausgesucht, weil sie das Glück hatten, einen Sohn zu haben, der sich darum kümmert, dass sie vernünftig untergebracht ist und dann vorbeigeht und guckt, dass es auch vernünftig läuft. Wenn sie das nicht gemacht hätte und wäre auf ihren marktwirtschaftlichen Verstand angewiesen, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Dieses ganze System geht von der Fiktion aus, die mit der Realität wenig zu tun hat. Was ist in Dänemark passiert? In Dänemark gibt es keine Pflegeversicherung, weil das kommunale Aufgabe ist. Die sind gar nicht auf die Idee gekommen, Pflegeversicherung einzuführen, sondern die bauen kommunale Dienste, ambulante und stationäre Einrichtungen, entsprechend dem Bedarf vor Ort und entsprechend dem Willen der Bürger. Das wird mit den Bürgern kommuniziert und die Bürger sagen natürlich auch, das gefällt mir nicht, das nicht. Natürlich gibt es auch in der Kommunalpolitik Leute, die machen Unsinn und Mist.
Aber wenn dann was passiert, wenn die Schule abschneidet, wenn in Schweden eine Schule beim Vergleich der Schulen beim Ranking schlecht abschneidet, dann gibt es eine Diskussion im Gemeinderat, gibt es eine Diskussion in der Kommune und dann wird irgendwann diskutiert, dass es abgestellt wird. Niemand behauptet ja, dass Demokratien per se bessere Entscheidungen treffen, nur sie sind besser korrigierbar. Das ist ja an sich der Sinn von Demokratie, vor allem von direkter Demokratie. Ja, Pflegeversicherung, anderes Beispiel ist Gesundheitssystem, kann man ja auch sehen, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Arbeitsverwaltung finde ich ein schönes Beispiel. Die Arbeitsverwaltung bei uns ist bundesweit zentral organisiert. Wenn es vor Ort Probleme gibt oder Strukturdinge und so weiter, die Leute von der Arbeitsagentur sind immer von Weisungen aus Nürnberg abhängig. Der Kontakt ist schlecht, die Reaktionen auf örtliche Probleme sind schwierig, weil die Zentrale interessiert nicht, was in der Region passiert. Eine Arbeitsverwaltung, die regional organisiert ist, wie wir es übrigens früher bei der Sozialhilfe hatten, mit den Kommunen und Kreisen, kann viel mehr mit den örtlichen Unternehmen, mit den örtlichen Bedingungen, mit den örtlichen Strukturen zusammenarbeiten und darauf eingehen. Dänemark hat sogar das phänomenale System, ja, dass jemand, der länger als krank oder arbeitslos ist, muss bei der Kommune arbeiten. Das ist ja, der kriegt das Geld, aber die haben ja auch ein hohes Arbeitslosengeld, 80% für jeden. Aber 5 Jahre lang. Also es ist eine hohe Leistung, aber er kriegt sie nicht umsonst. Man muss dann dafür auch bereit sein, etwas zu tun. Ja, Kitas ist ja auch so ein Thema, die Frage, wie die Verantwortung mit Kitas, wie gehen wir mit Kitas um? Ich will ein Beispiel bringen, Familienförderung, wo die Kitas ja eine große Rolle spielen. Der Strukturunterschied, den ich bei der Pflegeversicherung beschrieben habe, spiegelt sich gerade auch in der Familienförderung sehr deutlich wider. In Deutschland wird überwiegend, nämlich 2,2% und 0,8%, 2,2% der Familienförderung geht in Geldtransfer zu den Familien und nur 0,8% in die institutionelle Förderung von Einrichtungen, also Kindergärten oder ähnliches. Ja. Wenn ich jetzt das vergleiche, typischerweise mit Schweden oder mit Dänemark, ist genau umgekehrt. In Dänemark gehen 2,3% der Gelder der Großteil geht in die Einrichtung, in die Förderung. Die haben eben einfach so gute Kinderbetreuung, so gute Betreuungseinrichtungen der Schule und so weiter, dass die Familien ein gutes Gefühl haben, während sie dafür wesentlich weniger Kindergeld kriegen. Ja, das Kindergeld in Schweden ist niedriger als in Deutschland, das muss man wissen. Das ergibt, alle Umfragen sagen in Deutschland, dass den Eltern wichtiger als Kindergeld die gute Betreuung ist, die qualitativ hohe, damit sie ein gutes Gewissen haben, wenn sie arbeiten gehen. Das Ergebnis ist, dass wir in Schweden eine Quote von Kindern pro Frau bei 1,8 liegt und in Deutschland bei 1,3. Das sind 40% mehr Kinder. Es ist immer noch nicht so, dass die Bevölkerungszahl gehalten wird, aber es ist ein großer Unterschied. Ich fasse mal zusammen, die Kommunen in Skandinavien haben mehr Aufgaben bei uns. Sie sind im Durchschnitt größer, das ist natürlich eine Folge davon, dass Kommunen, die praktisch das gesamte gesellschaftliche Leben organisieren, sie können nicht ein 500-Einwohner-Dorf sein, wie bei uns in Schleswig-Holstein die normale Gemeinde. Einige Länder sind ja anders, NRW hat ja sowieso größere Kommunen oder Niedersachsen hat ja diese Gesamtgemeinden. Aber mit einer 500, also wie bei uns in Schleswig-Holstein, wenn wir eine Konferenz haben, Südschleswig, Nordschleswig, also Schleswig ist ja das alte Herzogtum, das geteilt worden ist nach der Volksabstimmung nach dem Ersten Weltkrieg. Die eine Hälfte ist jetzt dänisch, die andere Hälfte ist schleswig-holsteinisch. Und wenn wir da eine Konferenz haben, beide ungefähr genauso groß, dann sitzen in der Konferenz auf dänischer Seite 5 Bürgermeister und auf deutscher Seite 300 Bürgermeister. Nur mal so, dass man so eine Vorstellung hat, wie die Unterschiede sind. In Dänemark ist es halt so, dass die Strukturen so sind, dass ein ländlicher Zentralort oder eine kleine Stadt mit den umliegenden 30 Dörfern oder kleinen Orten zusammen eine Kommune bildet. Die haben ein komplettes Schulsystem, die haben ein kleines Krankenhaus oder eine die haben Pflegeeinrichtungen, die haben praktisch das gesamte soziale Leben, wird dann in dieser Kommune organisiert. So funktioniert das. Wie viele Einwohner sind das ungefähr? Im Schnitt 50.000. Der Schnitt in Dänemark liegt bei 50.000, Schweden ist kleiner, die liegen bei 30.000 pro Kommune Schnitt etwa.
Ja, in Dänemark arbeiten 30% der Menschen bei den Kommunen, das ist die Folge davon, weil die so finanzstark sind und auch beim Bruttosozialprodukt von, wenn 65% staatlich sind, ist natürlich klar, dass natürlich auch mehr Beschäftigte sind. Viele Frauen, viele gut ausgebildete Frauen, die den Vorteil haben, dass sie vor Ort beschäftigt sind, was für Frauen wichtig ist. Das ist auch der Grund, warum die Frauenarbeit relativ besser bezahlt wird in diesen Ländern. Also weil das den Arbeitsmarkt natürlich erheblich verändert, hat aber auch konjunkturstabilisierende Effekte. Also wenn die Konjunktur jetzt Brüche macht, sind das Faktoren, die nicht so prozyklisch reagieren. Ja, und Kommunen finanzieren Institutionen, Zentralstaat schafft Transfersysteme. Ich sage mal was zur Rolle der Kommunen, warum Kommunen wichtig sind. Kommunen sind auch in Deutschland der wichtigste öffentliche Investor. Das ist häufig nicht bekannt. Also der wichtigste Investor in öffentlichen Investitionen sind immer die Kommunen gewesen. Das hat in den letzten Jahren drastisch eingebrochen. Und das bricht immer prozyklisch ein aufgrund der Finanzierung der deutschen Kommunen. Ja, sie haben eine wichtige Rolle als Arbeitgeber, klar, entweder direkt, weil sie Leute beschäftigen, zweitens als Träger von Einrichtungen wie Kindergärten und ähnliches, oder als Auftraggeber von Aufträgen. Ja. Ja, Arbeit für qualifizierte Frauen, stabile Finanzen sind konjunkturstabilisierend und was uns natürlich besonders interessiert, Kommunen, die Akzeptanz der Demokratie auf kommunaler Ebene ist wesentlich größer. Und das ist auch der Grund, warum in Ländern wie der Schweiz oder Dänemark, die am stärksten dezentralisiert sind in Europa, sind gleichzeitig die Länder mit einer höchsten Akzeptanz von Demokratie. Die positive Einstellung zur Demokratie ist in diesen Ländern viel höher als in Deutschland, also im Vergleich Deutschland-Dänemark 8-mal so hoch. Ja, und es kommt die Bereitschaft, Steuern zu zahlen dazu. Und damit bin ich am Anfang meines Sinns, wie kommt es, dass Spitzenabgabensätze von 70% von den Bürgern akzeptiert werden und man damit sogar Wahlen gewinnen kann. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Bürger sehen vor Ort, wofür sie bezahlen. Mögliche Nachteile hatte ich schon gesagt, ich höre häufig von Leuten, die sagen, es gibt einen Steuerdumping-Wettbewerb, das kann man nicht feststellen. Das liegt aber im Finanzausgleich in Dänemark. Es gab einen Steuerdumping-Wettbewerb in der Schweiz, die Schweiz hat ja auch ganz stark kommunale Finanzierung. Da gab es das, weil es keinen vernünftigen Finanzausgleich gab. Das hat mittlerweile aber in der Schweiz nachgebessert. Also die Schweiz ist dabei, einen immer besseren Finanzausgleich zu führen. Genau aus den Gründen, weil wegen diesem Steuerwettbewerb. Da war es nämlich so, dass einige, vor allen Dingen in der Nähe von Zürich, Uri und ähnliche Kantone, die hatten mit Niedrigsteuern reiche Bürger angelockt, um sozusagen und dann noch mehr Steuern bekommen, wenn sie reiche Bürger anlocken als so. Und das gab natürlich Proteste dann in anderen Kantonen und das gab eine nationale Diskussion. Mittlerweile arbeiten die dran. Ja, reiche und arme Kommunen laufen auseinander. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn man einen vernünftigen Finanzausgleich macht. Das ist die Grundlage dafür. Jeder macht, was er will, keine Standards. Das ist in der Tat ein Problem. Die Schweden haben das nach meinem Eindruck relativ gut gelöst, weil die immer klare Standards von Ebene setzen, dann aber nicht hauptsächlich mit Inspektoren das versuchen durchzusetzen, sondern in der Regel mit Evaluationssystemen arbeiten. Also typischerweise im Schulbereich gibt es Rahmen von Gesetzesebene und es gibt Evaluationen, Bewertungen und Vergleiche und so weiter als Hilfestellung für die Kommunalpolitiker, dass sie damit umgehen können. Auch werden also Standards gesetzt, an die man sich orientiert. Und die Bevölkerung hat ja auch Interesse, dass es Standards gibt. Die wollen ja nicht, dass überall ein anderes Schulsystem ist. Wer evaluiert? Das ist eine Evaluationsbehörde, eine nationale Evaluationsbehörde, die diese Evaluation durchführt. In Dänemark ist schwieriger, also in Dänemark gibt es da relativ viel Kritik. Weil in Dänemark ist nun mal sehr dezentral und die Dänen neigen dazu, doch sehr viel unterschiedlich vor Ort zu machen, was auch manchmal Probleme aufwirft. Das muss man einfach sagen. Also da gibt es auch erhebliche Unterschiede. Es ist ja traditionell so, dass Dänemark völlig anders im Denken ist als Schweden. Schweden ist ja sehr ordnungsstaatlich rechtlich, denkt da anders. Auch die Schweiz denkt natürlich ganz anders. Also es ist nicht so, dass man diese Systeme einfach gleichstellen kann, sondern man muss da schon sehen, dass die alle erhebliche Unterschiede haben.
Natürlich sind auch Kommunalpolitiker manchmal verschwenderisch, das höre ich immer. Aber ich glaube, dass die Verschwendung nicht dadurch gestoppt wird, dass man eine bessere Aufsicht durch das Land oder durch den Bund hat, sondern dass man eine bessere Aufsicht durch die Bürger hat. Ich glaube, das Korrektur muss von den Bürgern kommen und nicht von den, nicht dadurch, dass man, also das ist immer das Argument, die Landespolitiker sagen, den Kommunen kann man das noch nicht zutrauen, die geben, verschwenden das Geld. Dann sage ich, ja natürlich, es kann passieren, natürlich ist Demokratie so. Aber wer soll das kontrollieren? Die wirksame Kontrolle kann auch nur von den Bürgern kommen. Ja, NIMBY, not in my backyard, das ist auch so eine Geschichte. Natürlich ist es so, dass man bestimmte Probleme nicht haben will. Wir kennen das von den Fragen, wo baue ich eine Asylunterkunft, in welcher Gemeinde und so weiter. Das ist natürlich ein Problem, dass, und da ist natürlich die Kommunalstruktur, wenn ich Gemeinden mit 50.000 Einwohnern habe, die eine gewisse Fläche abdecken, die eine gewisse Verantwortung für die Region haben, ist das was anderes. Wir haben ja in Deutschland die Struktur, dass der Zentralort meistens kommunalpolitisch getrennt ist von dem Umland, mit dem Effekt, dass wir immer ein Gegeneinander haben. Und dass möglichst der Zentralort hat die Probleme und das Umland will aber nicht bezahlen. Das ist ja der typische Gegensatz, wie wir es immer haben. Sowohl Kiel und Umland, aber auch die kleinen Orte und das Umland sind meistens getrennt. Und es gibt immer diese Verteilungskämpfe, die dann stattfinden, anstatt dass man es gemeinsam betrachtet. Ist auch übrigens mit den Stadtstaaten so. Ich bin Verfechter davon, die Stadtstaaten in die Bundesländer einzugliedern, weil ein Stadtstaat, also Hamburg und Schleswig-Holstein, sind symbiotisch verbunden, aber machen immer Politik gegeneinander. Es werden immer suboptimale Lösungen gefunden, weil die Hamburger natürlich eine völlig andere Sichtweise haben als die Schleswig-Holsteiner, obwohl sie gar nicht miteinander leben können, weil die meisten Züge in Schleswig-Holstein fahren nach Hamburg. Es gehen ganz viele Kinder studieren, es gehen viele Kinder zur Schule und so weiter. Also es gibt unheimliche Symbiosen. Die Hamburger können auch nichts bauen, ohne einen Naturschutzausgleich in Schleswig-Holstein zu bezahlen, weil sie die Flächen gar nicht haben. Also es gibt ganz viele Symbiosen, aber deswegen, not in my backyard ist auch eine Strukturfrage. Und ich glaube, wenn man eine Dezentralisierung macht, werden wir auch zu anderen Strukturen kommen. Ja, unsere Initiative, also ich fasse nochmal zusammen, wir haben eine höhere Akzeptanz von Demokratie, eine größere Bereitschaft, Steuern zu zahlen. Wir haben eine direktere politische Kontrolle durch die Wähler. Bürgerentscheide bekommen mehr Sinn, weil man auch mehr zu entscheiden hat, ist ja logisch. Und weil man auch darüber entscheidet, ob man es bezahlen will. Man hat mehr Geld für soziale Einrichtungen und so weiter, das hatte ich alles dargestellt. So, wir haben jetzt, die Frage ist, kann man was machen in Deutschland? Da gibt es jetzt natürlich eine große Chance, wir haben das Jahr 2020. Das Jahr 2020 ist insofern bedeutend, weil 2020 läuft der Soli aus. 2020 läuft der Länderfinanzausgleich aus. 2020 tritt die Schuldenbremse für die Länder in Kraft. Diese drei Faktoren führen dazu, dass wir 2020 eine komplett neue Finanzverfassung in Deutschland brauchen. Das ist doch allen klar. Es gibt Forderungen von zahlreichen Kommunalpolitikern, Landespolitikern, Spitzenverbänden und so weiter, die sagen, bei der Aushandlung dieser neuen Finanzverfassung sollen die Kommunen diesmal mit am Tisch sitzen. Das heißt, es läuft, wäre dann, man spricht von einer Föderalismuskommission 3, weil es schon zwei gegeben hat. Das ist, steht auch so im Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag steht drin, das habe ich hier, im Koalitionsvertrag steht drin, es soll eine Kommission unter Beteiligung der Kommunen gebildet werden. Es ist aber nicht der Fall. Im Moment verhandeln die Finanzminister mit Schäuble über die neue Finanzverfassung. Die Länderparlamente müssen ja nicht zustimmen, sondern nur der Bundesrat, das sind die Landesregierungen. Die Landesregierungen sind immer geneigt, ihre Kompetenzen zu verkaufen, wenn sie ein bisschen mehr Geld kriegen. Das ist die typische Denke von Finanzministern. Wenn sie immer Not haben, wollen sie Geld und dafür sind sie auch bereit, was zu geben. Der Bundestag muss zustimmen, aber der Bundestag wird natürlich eine einseitige Sichtweise auf dieses Problem haben. Deswegen sieht es im Moment so aus, dass diese Kommission nicht zustande kommt. Das wird offen geredet. Ich habe also letzte Woche ein Gespräch mit Boyers gehabt in NRW. Ich hatte mich schon mit unser Finanzminister in Schleswig-Holstein und so weiter, die sagen alle, es wird keine Kommission geben. Die versuchen das auf dem kurzen Wege direkt zu regeln, weil sie Angst haben vor der großen Debatte.
Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, von Mehr Demokratie vorzuschlagen und haben es auf der letzten Mitgliederversammlung beschlossen, eine Initiative zu starten für die Stärkung der Kommunen. Für die Föderalismuskommission bedeutet das aus unserer Sicht Folgendes. Wir halten eine Dezentralisierung für sinnvoll und die Chance, diese Verhandlungen auch zu einer Dezentralisierung zu nutzen. Die Frage ist nicht wie, sondern ist wie und nicht ob. Ideal wäre die Finanzierung der Kommunen durch Einkommensteuer. Noch schöner wäre es, nach schwedischem Modell sozusagen die Basiseinkommensteuer zu nehmen, weil man dann sozusagen nicht den Wettbewerb um die Reichen hat. Das ist ja der Trick. Das hat übrigens auch der Finanzminister von Rheinland-Pfalz neulich auf dem kommunalpolitischen Treffen in Berlin vorgeschlagen. Ja, also die Idee ist durchaus, der kennt wohl auch das schwedische System, der hat das auch mal dargestellt. Die schwankende Gewerbesteuer halte ich für eine ausgesprochen schlechte Grundlage der Kommunalfinanzierung. Wir haben das aber nicht in die Initiative reingeschrieben, weil wir solche Einzelheiten, denke ich, müssen Ergebnis der Diskussion sein. Die sollte man nicht zur Grundlage jetzt nehmen, um sozusagen eine Initiative zu starten. Bei der Initiative geht es nur um den demokratischen Rahmen, damit man überhaupt eine breite Unterstützung kriegt. Das Heberecht von Kommunen und Ländern wäre natürlich die Konsequenz. Die Verlagerung von Kompetenzen nach unten, ein Finanzausgleich basierend auf offenen Daten, damit jemand, der mehr Steuern einnimmt oder weniger Steuern einnimmt, nicht hinterher mehr abgeben muss oder weniger abgeben muss, sondern es muss sich lohnen, wenn man mehr einnimmt, muss man es auch behalten dürfen, ganz einfach. Und es muss eine saubere Trennung der Ebenen geben. Diese ganzen Kofinanzierungen, die wir zurzeit haben, sind ein Problem, weil man überhaupt nicht weiß, wen man wählt, wofür. Wir haben ja in Deutschland ein ausgeprägtes System. Wenn ich irgendwas finanzieren will, also meinetwegen eine Seebrücke in der Kommune, dann kriege ich EU-Gelder, ich kriege Bundesgelder, ich kriege Landesgelder und muss kommunale Gelder kofinanzieren. Also die Kofinanzierungsgelder machen 80% aus, muss man wissen, in der Regel bei solchen Projekten. Das heißt, ich muss die Richtlinien des Bundes, des Landes und der EU berücksichtigen, muss also auch entsprechend Experte sein, damit ich meine 20% zutue, damit ich dann was baue. Und ich baue natürlich das dann so, damit es in alle diese Richtlinien reinpasst. Das ist also eine völlig irrwitzige Veranstaltung. Die Kommunen können doch selber entscheiden, was sie machen wollen. Und ich glaube, vieler Unsinn kommt auch nur dadurch zustande, dass man also glaubt, man könnte Gelder mitnehmen. Ja, bei Straßen ist es meistens so, 75% kriegt man dazu. Und auf kommunaler Ebene, das heißt, diese ganzen Kommunen, ganze Finanzierung hängt immer an allen möglichen Quotendingern und keiner weiß, wer nicht verantwortlich ist. Jeder versucht sie zu brüsten, dass er das macht. Es wäre besser, man gibt klare Verantwortung. Die Kommune ist für den Kindergarten zuständig, die Region, der Kreis ist zuständig für die Arbeitsverwaltung, das Land ist zuständig für die Richter, der Bund ist zuständig für sonst was. Und diese klar für die Bundeswehr. Und dann hat er auch die Finanzmittel und entscheidet auch selber, was er damit macht. Das ist so die Haupttendenz, das wird man nicht ganz durchhalten können, aber wir haben es auch nicht so hart reingeschrieben, die Initiative, sondern geschrieben, weniger Kofinanzierung. Aber in die Richtung wird gedacht. Ja, diese Kommune, diese Initiative starke Kommunen, haben wir jetzt versucht, erste Unterzeichner zu bekommen. Wir haben ein paar Persönlichkeiten bereits gefunden. Besonders wert liegt natürlich daran, auch ein paar Kommunalpolitiker zu haben, aber auch Leute aus der Wissenschaft. Wir wollen auch Verbände ansprechen, Sozialverbände, die mit den Kommunen verbunden sind. Also alle Leute, die Interesse haben, dass Kommunen stärker sind, wollen wir für diese Initiative gewinnen. Und der große Coup soll dann sein, wenn wir erstmal genügend Erstunterzeichner haben und dann Gespräche führen mit den Spitzenverbänden und mit den Parteien, wollen wir dann im nächsten Schritt sämtliche Kommunalpolitiker der Republik anschreiben. Also eine ganz große um Unterstützung bitten und hoffen dann, dass es sozusagen einen kommunalpolitischen Aufstand gibt, der dann den nötigen Druck ausübt auf Bundesebene, dass es tatsächlich ein erster Schritt in Richtung Verschiebung der Gewichte zugunsten der Kommunen gelingt. Das ist das Projekt, was wir uns vorgenommen haben. Und Kommunal- und Landespolitiker, Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Politik, kommunale Verbände, Sozialverbände, Organisationen,
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.